Der Schachersäppli, das ist eines der bekanntesten Volkslieder der Schweiz. Im Original gesungen von Rudi Riemann. Ich möchte das Stück einmal als Ukulele-Solo-Stück zeigen. Und zwar spiele ich es auf zwei verschiedene Stimmungen. Zuerst einmal mit der Ukulele, die ein tiefes G hat, also ein Low G. Und nachher möchte ich es mit der Ukulele spielen, die eine normale Ukulele-Stimmung hat. Ich zeige beide Arten. Zuerst spiele ich einmal mit Low G ein Stück durch, dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und nachher das Gleiche mit dieser Ukulele-Stimmung, mit der normalen Ukulele-Stimmung. Viel Vergnügen! Jetzt würden wir Schritt für Schritt mal das Lied anschauen. Fangen wir gerade mal an. Am Anfang lege ich den Griff an. Den D-Griff. Okay. Und am Anfang kommt natürlich noch der Auftakt. Das ist der erste Takt. Dann der zweite Takt ist dann die Finger übernehmen auf die anderen drei Seiten. Und dann wieder wie der Anfang. Und es kommt der vierte Takt auf der zweiten Linie. Der Pfeil bedeutet immer über alle Seiten reinfahren, die geschrieben sind. Und jetzt geht es weiter. Der fünfte Takt. Und jetzt kommt der rechte schwierige Griff. Das ist der A7 mit dem kleinen Finger da noch dazu. Und dann wieder. Dann kommt der siebte Takt. Und der achte Takt auf der neuen Linie unten. Und dann wie am Anfang wieder. Dann kommt der zehnte Takt. Und jetzt wird es schwieriger. Jetzt rutsche ich auf mit dem zweiten Finger und mache den Griff in der fünften Lage. Finger ablegen. Und dann da. Und jetzt auf die neue Seite. Das wäre der 12. Takt gewesen. Jetzt kommt der 13. Takt, das ist der G-Griff. Und jetzt der hier, der verminderte. Und jetzt kommt der 14. Takt. Und der 15. Takt. Der Schluss ist und dann der grosse D-Griff mit dem kleinen Finger hier im fünften Bund, aber das ist noch schwierig. Ich tue den 15. Takt noch eins. Ich habe dort zuerst etwas falsch gemacht. Achtung, der 15. Takt wäre. Und jetzt der letzte Takt.
Jetzt kommt das Lied mit der Tenor, mit der normalen Tenorstimmung oder einfach mit der normalen Ukulele-Stimmung. Das wäre die Stimmung, also A, E, C, D. Ja? Aber eben, jetzt haben wir nicht mehr Slow G. Man kann das Stück auch gut mit der normalen Stimmung spielen. Man muss zwar einige Töne ein bisschen abändern in diesem Lied, aber das merkt man kaum. Also, ich tue mal zuerst das ganze Stück spielen. Schritt für Schritt geht das so, die erste Linie einmal. Und dann übergehen mit den drei Fingern. Jetzt sind wir schon im dritten Takt und jetzt kommen wir auf die neue Linie, die vierte Takt. Fünfte Takt. Und jetzt der schwierige Griff hier mit dem kleinen Finger. Das ist der Takt 6. Der siebte. Und jetzt die neue Linie, der achte. Jetzt kommt es wieder wie am Anfang. Der Takt 9. Und jetzt wird es aufrutschen in die fünfte Lage und den Griff machen hier. Das ist der Takt 11. Also nicht. Dann lege ich den Finger ab und leer und dann mit dem zweiten Finger auf die Seite. Und da kommt der durch. Jetzt sind wir schon auf der neuen Seite, im Takt 12. Und jetzt kommt der Takt 13 mit dem G-Akkord. Also vorher noch der Ton. Und jetzt kommt der neue Akkord, der verminderte. Das ist der Takt 13, der Schluss. Und Takt 14. Takt 15 und jetzt der letzte zeige ich noch eins, das ist der Takt Nummer 16, der letzte und dann ganz am Schluss der D-Akkord mit dem kleinen Finger im fünften Bund oben.